Hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer und vier Mods mit der Biberfeldemod, der Gefahrgutsimulation. Ja, wer die Folge von Dienstag geguckt hat, weiß, wir hatten hier auf der Autobahn ein bisschen zu tun. Ich habe jetzt mit der BAB-Polizei, also mit der Autobahnpolizei, einmal die Autobahn noch ein bisschen freigeräumt hier. Wer das Ende der letzten Folge kennt, weiß, was ich meine. Und ja, gut, wir lösen jetzt direkt den nächsten Gefahrguteinsatz aus. Und da gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Telefon. Okay. Das ist schon mal interessant. So, ich brauche Polizei. Ich brauche hier die... Wo sind sie denn? Stopp. Hier rüber. So, zu der Ausfahrt da bitte. Tatü. Schon unterwegs. So, dann brauche ich die 4 komplett. Oh. Die 4 steht hier. Würde ich fast... Hä? Auf dem Weg. Den nach hier. Und wo sind die 4? Da! Die Back. So. Einmal die 4 nach hier. Nee. Ja, da fahre ich dran vorbei, genau. Dann hätte ich gerne die 2 mit dem Rüstzug. Rettungsdienst, die beiden. Mit dazu. Genau, sehr schön. Du stellst dein Auto nach hier. So, komm schon. So, auf damit, aussteigen, Blaulicht wieder an, bitte. Du stellst dich jetzt mal nach da und machst einen auf Umleiten. Toll, jetzt steht der jetzt steht mein Mann da drin, ne? Komm, fahr durch. So, du stellst dich nach hier. Du musst umleiten, bitte. Das war ja nicht schlecht. So, du holst hier Pylone aus dem Auto. So, ELW. Bis nach da hinten durch. Auf dem Weg. Jetzt ist die Frage, wer der mittlere ist, der Schuldige. Zulu. So. Bin unterwegs. 25. Du nicht ganz so weit weg, nach auf da. Weg. Die 4 sichert Löschbereitschaft hier vorne ab. Der AB-Erkunder, der ABC-Erkunder, ne? Nicht ABE-Erkunder. Guten Tag, ich bin der AB-Erkunder. Nein, nicht. Oh Mann. Scheiße, das war ungewollt. Hör auf damit! Brauchst deinen Kran nicht. Pack deinen Kran wieder ein. So, du raus. Du guckst auf Schild. Radioaktiver Stoff. Gefahrenklasse unbekannt. Strahlenmessung zeigt mittlere Ausstrahlung. Weiträumig evakuieren. Aufenthalt im Gefahrenbereich so kurz wie möglich. Einsatz nur mit CSA. Verstanden. Das heißt... So. Zack. Du absetzen. Du nach da, du wieder rein. Ach, jetzt kommt auch noch rumgelaufen, scheiße. Egal. PA. Zack, zack. Du parkst irgendwo vorne bei der Einsatzleitung, reicht mir. Du parkst irgendwo da. Du bitte auch nochmal PA. Und du CSA. Ich weiß halt nicht, ob man die, die Schere Spreizer bedienen kann. Mit CSA. Wenn nicht, wäre scheiße. Weil ansonsten habe ich mindestens 2 verstrahlte Personen. Ja. Und die hier müssen alle weg da eigentlich.
Weil ich kann ja keinen hinschicken. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug war. Kann auch sein, dass es ein bisschen geknarrt hat. Ja. Huh. So, wieder aufsteigen. Fitten. Oh, jetzt ist wäre lustig gewesen. Ja, schon so, ihr beide da rein. So, ihr beide so dicht daran. So, hoppity hopp. Jetzt müsste ich theoretisch noch... Au, haha. Auf dem Weg. Wieso fahren da immer mehr durch? Achso. Nee, 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 scheiße, da wollte ich gar keinen. Ja, fahr durch. Fahr durch. Macht nix. So. Noch da. Ich hätte das gerne schön lang gezogen. Nee, ach, ich stell die jetzt einfach einmal alle hin und lass sie wieder wegräumen. So, ich lass sie wieder wegräumen. Dann sollen die da halt noch durchfahren, kurz. Aber nur kurz. So, beide absetzen. Scheiße, können die nicht. Wie kriege ich denn jetzt die Person da raus? Tor kann ich hier nicht öffnen. Gut, ich brauche einen Freiwilligen unter PA. Einen Berufler am besten. Also der das als Beruf macht. Ein Berufler, bitte. So. Du holst dir Pylone. Und gehst nach hier. Zack. Weil so kann ich hier schöne Schräge rüber machen. Das wollte ich vorhin eigentlich auch schon, aber hat nicht ganz so gut geklappt. So. Ich habe aber auch schön stabile 40 FPS in diesem Spiel. Wow. Nein, 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 nein! Scheiße, da wollte ich den nicht. Ach, Mano, Leco mit Mio. So. Und so. Dann kannst du das Polizeiauto holen und du stellst dich noch da so in the middle. In the middle of the street. Haus. Darin wohnt der alte Klaus. In the house. So, nach da so. Zack, zack. So, wie kriege ich die denn ja da jetzt raus? Ich kann da ja theoretisch nur mit... Weil da läuft ja auch nichts aus. Das heißt, ich brauche jetzt einen unter P. Können die schon. Ich brauche einen komplett ohne alles. Oh, lecko mit mir. Höre. So, freiwillige Form. Nee, ich brauche den hier. Ja. Bitte ohne. So. Ich kann da keinen Freiwilligen reinschicken. Das kann ich nicht machen. Ich kann da keinen Freiwilligen reinschicken. Der war gut, Anton. Bin unterwegs. Der war gut. In the middle of the street. Haus. Da drin wohnt der alte Klaus. In the house. Ja? So. Jetzt habe ich den. Du gehst nach hier. Auf dem Weg. Oh Gott. Brauche ich jetzt definitiv noch den Dekon P. Kann ich schon mal alarmieren. Am besten, damit er gleich da ist, wenn er verstrahlt wird. So, du holst dir die Schere. Du arbeitest jetzt unter riskanten Bedingungen. Zack, da ist er verstrahlt. Gut, ist egal, der muss da raus. Ich muss ja die Leute da rausholen. Also brauche ich den Dekon P definitiv. Wo baue ich den auf? Ihr allesamt da rein. Und ihr nach da, damit hier steht alles nicht, nicht kontaminierte. So, da ist er abgekackt. Okay, er kackt schnell ab. Ich brauche den Dekon. Ich brauche dringend den Dekon. Aber sowas von schnell. Ah, den kann ich ja auch noch holen. Stimmt, der ist ja noch aufgesattelt. Komm, zack, zack, zack. Schnell. Verdammt schnell. Auf dem Weg. Weil so komme ich überhaupt nicht mehr zurande. Der verreckt mir sonst gleich. Ist er raus? Ja, er ist raus. Sehr gut. Wie kriege ich die da denn sonst raus?
Warte mal, ihr könnt mal gucken, ob ihr Dichtmittel. Okay, habe ich noch nicht da. Dichtmittel ist unterwegs. So, einmal bitte den GF. Den Gruppen und Führer. Ihr nach da. Und du, einsteigen. Ist er drin? Nee. Ja, wird umgehend durchgeführt. 26. Muss hier rüberkommen, ne? Hoppel, galoppel. So, einmal den GF. Ja. Die Gruppenführer lassen ihre Autos einmal hier aufstellen. Du machst auch bitte dein Blaulicht wieder an. Du kannst dich schön brav vor das andere LF stellen. Zack. So, der Dekon ist da. 26. Dekon nach hier. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den da am schnellsten, also die Person da drin raus. Ich kann die da definitiv 26. eigentlich komplett drin vergessen. Komplett. Brauche ich mir eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber machen, weil die kriege ich da so schnell, wie der abbaut, kriege ich die da nicht raus. Definitiv nicht. So. Rinder. Jetzt ist die Frage. Zifix. Zusatzausrüstung ablegen. Ja, ich schaffe das nicht, die da rauszuschneiden. Definitiv nicht. So, GWG. Kommt da gerade nicht durch. Scheiße. Ah, GWG kommt. Ist entstrahlt. Ist entkoffiniert, der Kaffee jetzt. So, du vor den ELW. Zack. Dann bauen wir nochmal kurz ab, damit der GWG durch kann. Der ABG. So. Müsste man eigentlich noch eine schöne Aufnahme hier so machen, so. Aber noch nicht. Da muss das Zelt zustehen und alles. Du kannst auch mal dein Blaulicht anlassen. Berufsfeuerwehrmann mit CSA. Das andere ist ein freiwilliger Feuerwehrmann, ne? Das? Ja. So, ihr beide raus. Ja? Beide Koffer. Falls noch irgendwas passiert, damit das ganz schnell geht. Du wieder in Gefahrenbereich. Aber wie kriege ich die denn da jetzt raus? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich will ja meine Persönchens nicht in Gefahr bringen. So, ich habe schon mal Licht aufgebaut. Aber wie kriege ich die da jetzt raus? Meine vier Mannequins. Einmal stecken wir nochmal ein. Ich packe den nochmal um. Fahre ein Stück zurück. Ich glaube, hier Mittelspur von den beiden sollte auch ausreichen, um das Zelt aufzubauen. Damit dann kommen Rettungskräfte hier mindestens noch an der Seite vorbei. So, aufbauen, Zelt. Ja, ist knapp, aber geht. Ist auch dicht am Gefahrenbereich dran, ist dann sind direkt. Dekont. Gekont. Dekont. So. Geht's dem? Dem geht's gut. Dem geht's verdammt gut. Dann können wir den eigentlich direkt wegbringen. Ich hoffe, der braucht keinen Notarzt. Aber an sich geht's dem echt gut. Aber wie kriege ich die da denn jetzt raus? Das ist jetzt die Frage. Abschleppen kann ich die bestimmt noch nicht. Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, du fährst mal nach da hinten. Du gehst mal hier rüber. Und du ladest mal den Dingsbums ab. Alle Container. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah, falsche Seite, du Held. Du Held vom Erdbeerfeld. Ich brauche auch noch ein NEF. Genau. Snef kann sich hier hinstellen. Auf dass der nicht gebraucht wird. Sehr schön. Fahren wir durch. So, wie krieg ich die da jetzt raus? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ah, Leute. So wird das doch auch nichts mehr mit mir hier. Zweimal derselbe Einsatz, ist doch kacke. Derselbe Einsatz, der hier ist ja noch wesentlich komplizierter. Hol mal dein Dichtmaterial, bitte. Ich probiere das noch einmal, dann ist halt noch einer Verlust. Nein, nein, nein. Gehen wir noch da. Ich muss das so schnell machen, wie es geht. Braucht dann auch gleich den NA hier. Ja?
So. Den MA noch da. So. Du nimmst dir die Schere. Und dann. Fahrzeug. Das kann nicht sein, so jetzt. Guck mal, wie schnell die runtergehen. So. Ja, ich kann auch meine Leute nicht so gefährden. So, Glück gehabt, aber trotzdem. Guck mal, wie schnell die runtergehen. Und ohne CSA kann ich die da nicht raus. Also, mit CSA oder PA kann ich die da nicht rausschneiden. Das ist halt mein größtes Problem. Wie kriege ich die da raus? Ziehfix. Kommt man mit Ziehfix am Auto ran? Nee, das ist ja bloß für Türen, das ist ja Schwachsinn. Mal ranholt. Siehst? Geht nicht. Gute Idee, aber leider nicht. Der andere hat sein Dichtmaterial. Kann man den abdichten oder so? Ja, kann man. Sehr geil. Sehr geil. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Aber immer gleich beim... Ah, Anton. Du und dein GWG. Schlimm. Ja, nicht ABG. So. So, ihr beide da in Stellung. Und danach brauche ich zwei Mann hier. Du machst mal dein Licht aus und du stellst dich mal anders hin. Du fährst mal da lang. Und du positionierst dich jetzt so hin. Zack. Dann können die beiden rangehen. Die beiden rangehen. Und jetzt ohne Gefahr mit Florian Bieberfeld keine Rüstsätze mehr auf Fahrzeug. Was? Da sind doch zwei Rüstsätze drauf. Ist zu weit vom Aggregat entfernt. Hä? Okay. Da müssen nur zwei Rüstsätze drauf liegen, oder nicht? Ah ne, der andere ist ja abgekackt. Stimmt. Ja gut, dann steckt man mal damit ein, keine Ahnung. Dann brauche ich jetzt, dieses Auto hier. Platz machen bitte einmal. So. Die können ja jetzt auch autonom arbeiten. Der Gruppenführer klemmt ja hier hinter der Leitplanke fest irgendwie. So, na komm. Zelt wird nicht mehr benötigt. So. Absetzen. Ach nee, hier ist ja eh bloß eins drauf. So, kriege ich denn noch... Keine Rüstsätze mehr auf Fahrzeug. Wie keine Rüstsätze mehr? Fahr mal den... Hä? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder nicht? Wieso sind da denn keine Rüstsätze mehr drauf? Hä? Da muss doch ein Rüstsatz drauf sein, okay. Du und du. Ich muss Sicherheit haben für Rüstsätze. Ich weiß nicht, wo meine ganzen Rüstsätze hier hin sind. Gut, dann Status 1. Einmal aufsatteln. Dann fährst du mal nach da hinten und du drängelst dich nach hier hinten durch, wenn du keine Rüstsätze mehr drauf hast. Wir müssen halt warten. Macht ja nichts so weit. So, dann könnt ihr eventuell schon mal die Autos versorgen, so halbwegs. Ja, du machst schon dein Ding. Ach ja, wie spät ist das? 0:05. Wow! Ich hoffe, ich kann die dadurch ein bisschen länger am Leben halten. Gruppenführer. Stell mal dein Auto ordentlich hin. Zack. Einfach mal die Straßenseite gewechselt. Da kommen die beiden. Die beiden bleiben bitte gleichzeitig vorne stehen. Also naja, nicht gleichzeitig, aber beide vorne stehen, so meine ich das. Da habe ich die Hände alarmiert, ne?
Auf dem Weg. Ich brauche beide Rüstsätze, das ist halt das Problem. Rüstsatz. Ja, komm. Fahr ein Stück vor. Bin unterwegs. Bist doch kein schlechter, oder doch? Bin unterwegs. So, jetzt fest. Nein, nein, nein. Ja. So, wo ist der mit dem Rüstsatz? Da. Ja. So, ihr könnt da wieder einsteigen. Nee, du noch nicht. Ja, bin unterwegs. So, Gruppenführer einmal von dir, bitte. Auf dem Weg. Du stellst dich bitte mit dem Heck. So. Damit deine Männers da rankommen. An die Autos. So, der Notarzt guckt sich als erstes die an. Ich hoffe, ich komme ans hintere Auto ran. Ansonsten könnte ich eigentlich mit dem hier. Du machst mal kurz dicht. Komplett ist die Spur. Wird nichts. Okay. Ja, du machst kurz dicht. Stand da nicht vorhin noch Pylone? Ich bin der Meinung, ich habe da Pylone hingestellt, aber ist ja auch egal. So, dann fährst du jetzt einmal bitte so rum rauf. Du packst einmal. Genau, du stellst dich hin und sagst Stopp. Und abgeschmiert! Guti, denn nicht, ne? Denn nicht, denn nicht, denn nicht, denn nicht. Gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Samstag. Wenn ich es schaffe aufzunehmen, heißt es, ne? Guti, bis dahin und haut rein. Tschüssi!